heute an der Flusspromenade spazieren gesehen. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, sich um das Nachleben der Stadt zu kümmern. Das alte Sägewerk hat sich zu einer populären Event-Location entwickelt. Wir würden gerne diese Beliebtheit nutzen, um das Nachtleben der Stadt zu verbessern. Eine Route, die das alte Sägewerk mit dem ZOB, dem Hauptbahnhof und einigen Stationen am Ring verbindet, klingt nach einem guten Anfang. Oh, bitte stelle auch sicher, dass die Leute mit dem Bus von einer Location zur anderen und auch nach Hause kommen können. Jojo, moin, herzlich willkommen zurück zur Bussimulator 21. Heute geht's los mit dem Nachtleben. Ja, wir haben ein bisschen was zu tun heute. Unter anderem haben wir wieder ein bisschen Zeitdruck. Wir müssen ja eine Haltestelle mit dem alten Sägewerk und ETC verbinden. Aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Es geht in erster Linie mal darum, einen Zahltag zu erreichen auf einer Route zwischen Hauptbahnhof ZOB und altes Sägewerk. Dazu haben wir dann Old Town mit rein. Steinegg, Westfield, Siegwalden, Oakville, die haben wir dann mit dazu. Weil wir müssen zwei ausgeglichene Routen. Ich hoffe, dass ich die soweit reinkriege. Dann machen wir die zweite dann da rein. Dann ist das Thema auch durch. Den Zahltag holen wir uns dann quasi bei Nacht. Dann haben wir die Nacht und dann haben wir vielleicht die Gesamtzufriedenheit. Und dann können wir in der nächsten Folge wahrscheinlich die Route mit dem alten Sägewerk ETC machen. Gut. Wie soll eine Route erstellen? Also, gehen wir das Ganze ein bisschen an, frimmeln wir das wieder ein bisschen auseinander. Es geht für uns erstmal nach Schaffhetterfield. Gehen wir den ersten Teil an. Da ist der Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof, ZOB und das alte Sägewerk. Wo war das alte Sägewerk? Jetzt muss ich gerade überlegen. Aber auf Anhieb gefunden. Das ist erstmal der erste Teil. Ja, die ersten Haltestellen. Der erste Teil hier. Dann müssen wir gucken. Old Town, Steinegg. Warte mal, Schaffhetterfield ist nicht mit drin. Dann fangen wir Old Town an. Wobei ich zugeben muss, dass wir das ganze Ding ein bisschen anders auseinander. Ich weiß ja, wo die Haltestellen sind. Dann machen wir mit Old Town, Steinegg. Dann fahren wir. Warte mal, wo war das jetzt? Das? Nee, warte mal, wir müssen. Genau, wir müssen ja Eder. Wir müssen ja Eder durch. Dann haben wir schon mal Old Town. Dann müssen wir nach Ogeville mit dem alten Sägewerk. Das machen wir aber nochmal. Genau, dann gehen wir auf das alte Sägewerk. Haben damit Oakville dabei. Old Town. Dann fahren wir über Steinegg. Dann fahren wir nach Realschule Siegwalden. Dann nehmen wir die Realschule Siegwalden mit. Na? Warte mal, doch, ich muss jetzt drei blaue mitnehmen. Siegwalden. So, blau, blau. Dann brauchen wir Steinegg haben wir jetzt, Siegwalden haben wir. Ne, Steinegg brauchen wir jetzt. Steinegg, West. Warte mal. Ja, ich weiß nicht, die blaue hier mit dem. Ne, wir haben Steinegg. Ja oben. Wir nehmen ja hier Steinegg. Haben jetzt damit die dritte blaue. Westfield und Westfield. Westfield.
So, Sigwald und Urquell. Und haben damit, meines Wissens, alle Stadtleiter drin. Warte mal, ich gehe mal kurz durch. Overtown haben wir mit drin. Ja, wir oben alle drei. Hauptbahnhof, ZOW und altes Sigwald haben wir drin. Dann haben wir Old Town, Steineck. Steineck mit drin. Westfield. Warte, was auseinander. Westfield ist hier. Siegwalden und Oakville. Siegwalden mit drin und Oakville mit drin. Haben also damit die ersten Teil erledigt. Und nehmen also quasi Änderung übernehmen. So. Das heißt, wir brauchen jetzt das Ganze noch einmal mit einer ausgeglichenen Route. Overtown, Steineck, Westfield, Siegwalden und Oakwell bauen also die nächste ausgeglichene Route, die diese Stadtteile verbindet. Realschule Siegwalden. Bauen Lido. Also die nächste Route. Lido. So, nimm Siegwalden mit. Nehmen Oakville mit. Oakville. Nee, warte, nehmen was Blaues mit. Hier oben. Die Oakville-Straße kann man nicht nehmen. Okay. Oakville. Nehmen damit das Dings mit. Gut. Oakville, Siegwalden, Oakville. Die letzten beiden. Westfield, Steineck, Old Town. Brauch also was Blaues. So, brauche noch mal was Blaues. Steineck. Ist ja Jacke wie Hose, wie wir was bauen. Steineck. Steineck. Ost. So, warte mal. Steineck. West. So, warte mal. Steineck. Kirche. So, brauchen jetzt halt auf der letzten beiden zwei Blaue. Haben Siegwalden, Oakwell, Old Town und Steineck. Brauchen damit noch Westfield. Und ne, warte mal, Westfield. Warte. Haben Old Town. Haben Steineck. Jetzt fehlt Westfield. Brauchen also was Blaues in Westfield, theoretisch. Westfield. Info. Habe ich die nicht drin? Wieso darf ich die nicht? Warte mal. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich muss mal in Westfield ran. Westfield. Verbundene Routenanzeige. Route 11 und Route 12. Dementsprechend löschen wir die zweite Route helfen. Oder? Ja. Löschen, also die zweite Route 12. Können wir gar nicht. Weil die ziemlich viel Punkte bringt. Ist das die? Hauptbahnhof, Rathauskasse? Soll die Brauerei dürfen wir gar nicht löschen. Wie machen wir das jetzt? Route erstellen. Wir machen, gehen da mal rein. Oldtown. Steineck. Pflüger, Pflisterweg. Lindner, Zimmermannstor. Hauptbahnhof. Steineck. West. Steineck. Kirche. Steineck. Westfield. Steineck. Kirche. Goldstrom-Gymnasium. Goldstrom-Gymnasium. Steineck. Kirche. So. Urteilen, Steineck, Westfield. Siegwalden und Opel. Realschule Siegwalden. Siegwalden.
Realschule Siegwarden. Warte mal, wir müssen was jetzt bauen. Rein theoretisch. Oder bauen wir die hier? Siegwald. Wir bräuchten damit dann auch wohl zwei blaue, theoretisch. Ah, verdammt. Realschule Siegwarden. Ich brauche. Realschule Siegwarden. Ich hasse sowas. Weil du jetzt planen musst. Astra Promenade. Realschule Siegwarden. Verbundene Routen anzeigen. Zahltag erreichen. Können Realschule wir Siegwarden. Löschen. Realschule Siegwarden. Und gehen damit weiter. Also noch einmal. Oh, ist das kompliziert gerade. Old Town. Aber ja, die Riesengasse. Die Goliath-Gasse, die hier aber Siegestrings heißt. Westfield, Getreidesilos. So, ist der Jacke wie Hose jetzt. Gymnasium. Nimm das Gymnasium. Fahren von dort Steineck. Aus. Kirche. Steineck. West. Steineck. So, nimm die Steineck-Kirche mit. Siegwald und Oakville. Siegwald und brauchen jetzt theoretisch zwei blaue. Nein, brauchen wir hier nicht. So, ich gehe hier. Die Haarschnitz. Realschule Siegwarden. Nimm die Siegwald, die Realschule. Und jetzt hoffe ich, dass ich. Und jetzt hoffe ich, dass ich hier. Das alte Sägewerk nehme. Warte mal. Ich bräuchte jetzt eine Ruhe. Fick dich doch, ich will diese Scheiße. Jetzt muss ich die Oakstraße noch rausnehmen und dann passt es. Oakstraße. So, verbundene Routen anzeigen. Ist die Route 12 und die Route 7. Das heißt, wir nehmen die Route 7 zum Platz. Oakstraße. Er bringt eh kein Geld. Ist ja auch egal. Oakstraße. So, also noch einmal. Goliath-Gasse. Nimm die Goliath-Gasse mit. Von der Goliath. Fahr zum Gymnasium. Fahrt von Stein, fahrt nach Steineck, Kirche. Fahrt nach Steineck zur Kirche. Von Steineck haben wir Schule Siegwarden. Siegwald. Warte mal. Realschule Siegwarden. Fahrt von der Realschule Siegwalden. Oakville, Zentrum. Wir müssten hier den Ende machen. Altes Sägewerk. Und hätten damit keine ausgeglichene Route. Nehme ich aber diese Haltestelle mit rein. Habe ich eine ausgeglichene Route. 3-3. Das ist ja die Aufgabe. Genau. Und haben damit den zweiten Teil dieser Mission vorbereitet. So. Als nächstes brauchen wir einen Zahltag. Das sind diese Haltestellen. Wir gehen jetzt auf die Route. Auf die Route zwischen Hopper und ZOB, altes Sägewerk. So, warte mal. Das ist eine von den beiden hier. Na, warte mal. Das ist die hier. Hopper ZOB, altes Sägewerk. Genau. Die müssen wir fahren. Die zweite davon. Während wir das aber machen, baue ich die Haltestelle für die große Mission. Altes Sägewerk, etc. So. Altes Sägewerk. Nimm das alte Sägewerk. Ich brauche die Goldstone Grammar School. Hohe Straße. Westfield. Goldstone Gymnasium. Das Goldstone Gymnasium hat natürlich wieder eine Haltestelle zu viel. Goldstone Gymnasium. Die 45 Fahrgäste kann ich rausnehmen. Die brauchen wir nicht. Goldstrom-Gymnasium. Noch einmal. Das alte Sägewerk. Das Goldstrom-Gymnasium. Westfield. Goldstrom-Gymnasium. Die St. Paulus Inn. Jetzt muss ich überlegen, wo das war. Gutshof Reichegger. Westfield,
Wo war denn? Jetzt muss ich überlegen, wo war das Kino? Steineck, Kirche. Das kann doch nur in Old Town sein, hier irgendwo. Ist St. Paul's Inn ist hier. St. Paul's Inn. Ich werde aber das St. Paul's Inn anders planen. Ich werde ein bisschen anders planen. Perfekter Plan. Warum auch immer das so rummachen. Dann das Rathaus und die Rathausgasse. Rathausgasse. Rathauspark. Rathauspark, Handelszentrum, Kathedrale, Stadtzentrum, Rathauspark, Punikgasse, hier. Hier ist das Rathaus. Ich weiß, dass ich den Grammar School noch nicht habe. Rathausgasse. So, Flüsterweg, alte Brauerei. Oh, das ist ja alles hier oben drin, ne? Das ist ja die scheiß Flüstergasse. Seilerstraße, alte Brauerei. Punik, Handelszentrum. Siegesstraße, Goliathgasse, Radovanovic-Brücke. Das ist ja die scheiß Flusspromenade. Arbeitergasse. Fischgrund. Schienenlegerstraße. Die Schienenlegerstraße. Das wäre lustig, wenn sie dir zumindest die Haltestellen anzeigen würde, wie die heißen vorher. Plöger Park. Ich brauche nämlich die Flüstergasse. Handelszentrum. Dr. Deulstraße. Gesamtschule Meer. Pelterstraße. Sonnental. Freefield. Siedlung. Rosenstraße. Römerstraße. Wo ist diese Kack-Flüsterstraße? Flüsterweg. Das ist der hier, ne? Genau. Die alte Brauerei, die ist hier oben irgendwo. Alte Brauerei. Hier ist die alte Brauerei. Ich weiß, dass ich die Schule noch nicht habe. Pferdemühlengasse und Seilerstraße. Die Seilerstraße, es wird doch. Plöger Park. Handelszentrum. Die Scheiße. Rathauspark. Punikgasse. Was bin ich hier irgendwo? Fischgrund. Arbeitergasse. Wilton Theater. Zimmermannstor. Hauptbahnhof. Dr. Julius Matchner Straße. Amber Tor. War denn die scheiß Pferdeflüster? Gesamtschule Meerheim. Dr. Doylstraße. Rosenstraße. Was ist das? Freefield. Siedlung. Römerstraße. Genau, Römerstraße. Rosenstraße. Ich brauche die Pferdemühlengasse, die Riesengasse. Handelszentrum. Siegesstraße. Plöger Park. Kathedralarbeitergasse. Sehe ich die unten irgendwo? Gutshof Reichegger. Teeskogel Grange. Westfield. Getreidesilos. Westfield. Was sind denn die scheiß Haltestellen? Getreidesilos. Sonnental. Freefield. Siedlung. Rosenstraße. Die Drecksrose. Römerstraße. Amber Tor. Sind hier die. Zum Heuschober. Siegwalden. Lido. Realschule Siegwalden. Siegwalden. Oakville. Oakstraße. Was sind die Tricksdings hier? Media Center Astra. Stockerplatz. Grennesplatz. Astra Promenade.
Das muss doch alles hier mit drin sein. Das ist doch bestimmt. Die Kreuzgasse ist ja auch mit da irgendwo drin. Aber ich brauche die Chessbrühe. Geht auch zum Kino. Goliathgasse, Handelszentrum. Siegesstraße. Radovanovic, Seilerstraße. Flusspromenade. Fischgrund. Arbeitergasse. Wo ist diese Drecksflüchtergasse? Zimmermannstor. Hauptbahnhof. Dr. Julius Matchnerstraße. Amber Tor. Wo ist die Drecksflüchtergasse? Ernsthaft? Flüsterweg. Ah ne, den habe ich ja mit drin. So, das alte Sägewerk habe ich mit drin. Die St. Paul's Inn habe ich mit drin. Die Rathausgasse habe ich mit drin. Das Rathaus habe ich mit drin. Es wird die Grammar School. Die Pferdemühlengasse. Die Riesengasse und die Kreuzgasse. Die Pferdemühlengasse. Ja, Hauptbahnhof, Alte Brauerei, Rathausgasse, Kathedrale, Plöger, Kathedrale, Alte Brauerei, Arbeitergasse, Flusspromenade. Die Pferdemühlengasse habe ich gesucht, natürlich. Handelszentrum, Plöger Park, Kathedrale, alte Brauerei, Rathausgasse, Dr. Doylestraße, Rosenstraße, Freefield, Siedlung, Sonnental, Hohe Straße, Flüsterweg, Lindnergasse. Ich brauch die scheiß Pferdemühlendings. Gymnasium. Gutshof Reichegger. Steineck. Kirche. Das hier unten ist ja noch gar nicht frei alles. Steineck. West. Steineck. Ost. Lindnergasse. Zimmermannstor. Hauptbahnhof. Schienenlegerstraße. Fischgrund. Siegwald. Realschule Siegwalden. Diese Dreckspferdemühlengasse. Ah, oh, Mann. Ich bin am Suchen die ganze Zeit. Dr. Julius Matchnerstraße. Dr. Hohe Straße. Freefield. Siedlung. Das kann doch nicht sein, dass ich hier oben nicht. Rathausgasse. Handelszentrum. Siegesstraße. Goliathgasse. St. Paul. Da ist ja die St. Kathedrale. Sieben. Da ist die Goliathgasse. Und die Kreuzgasse. Kathedrale, Punikgasse, Pferdemühlengasse. Da ist die. So, und jetzt brauche ich noch die Kreuzgasse und die Schule. Was ist hier? Hauptbahnhof. Wilton Theater. Punikgasse. Rathauspark. Ich hab die doch schon gesehen irgendwo. Kathedrale. Alte Brauerei. Wilton Theater. Flusspromenade. Alte Brauerei. Ach hey, die war hier unten an der Schule, ne? Freefield. Siedlung. Rosenstraße. Oder? Schule Pelterstraße. Hohe Straße. Sonnental.
Da ist die Kreuzgasse. Jetzt brauchen wir die Schule. Das müsste eigentlich alles jetzt sein an Haltestellen. Ich gehe so kurz durch, damit ich denn die Haltestellen habe. Die fahren wir nämlich dann mal nach. Oder eine davon. Und dann haben wir sie eigentlich schon durch, die Mission. Viel ist es nämlich nicht. So, also. Fangen wir an. Altes Sägewerk St. Paulus in die Rathausgasse. Das Rathaus. Das Gall zum Grammar School, genau. Flüsterweg, alte Brauerei, die Pferdemühlengasse, die Seilerstraße ist drin, die Riesengasse, hier heißt der Goliathgasse, ist aber drin. Und am Ende die Kreuzgasse. Müsste eigentlich alle Haltestellen drin sein. Und dann hätten wir sie auch durch. Hier steht bei 37 Minuten, wir sollen sie dann von 35 fahren. Das heißt, wir brauchen ein paar Minuten Vorsprung. Dann ist es relativ easy zu schaffen. Bam. Ja. So. Gut. Das hat er gesagt, 12, ne? Ja, warte mal. Ist das die hier? Nee, das ist nicht die. Warte mal, was ist das? 12 oder so? Warte mal, das ist das. Warte mal. Eine von den beiden 12er war es. Also ich habe jetzt die zweite genommen, jetzt muss ich die erste nochmal nehmen. Hauptbahnhof. Dr. Julius Matchner Straße. Was waren das jetzt? War das jetzt die 11? Doch, warte mal, die 11 war es, ne? Also dann 1000 Mal die gleiche Nummer, ey. Die war das. Punic-Gasse. Genau. Route konfigurieren. Das ist kein Rückdings. Rathaus. Route konfigurieren. Jetzt haben wir es. Die innerhalb 35. Min. Das ist ja nicht das Problem eigentlich. Anwenden. Wir nehmen aber eine andere Nummer. Jetzt die 19 da rein. Und anwenden. Änderung übernehmen. So. Und dass ich die jetzt habe. Der Zahltag auf dem Hauptbahnhof ZOB altes Sägewerk. Na, das heißt. Dass ich jetzt alles mal. Tut mir leid, dass ich jetzt gerade ein bisschen vorbereite. Nicht geguckt, welche Route das ist. Kann man einfach den beiden Elbern sein. Hauptbahnhof ZDOB und altes Sägewerk. Die müssen ja wohl da mal. Oder war das die 12er? Zweite von den 12ern, kann das sein? Hauptbahnhof ZOB, altes Sägewerk, die sind ja mit drin. Da ist ja Rathausgasse ETC mit drin. Ist. Muss ja eigentlich diese hier sein, theoretisch. Oder? Westfield, Old Town Steineck. Hauptbahn, Kreuzgasse. Warte mal, sind das die hier? Sie Walden, Steineck. Dr. Dollstraße. Genau, das ist die ausgeglichene Route. Das ist diese eine, das ist dieser, das Teil, der Teil hier. Zumindest eine von den ausgeglichenen. Ja, was ist die? Dann nehmen wir da die 20 drauf. Dass wir da nicht die tausendfach die gleichen Strecken haben. Zahltag.
Zahltag. Boom. Anbinden. Ja, darum übernehmen. Da müsst ihr es haben. Zahltag, die innerhalb von 35 Minuten. Die können wir ja löschen hier. Und die macht ein bisschen Geld. Und dann haben wir sie, glaube ich. Dann müssen wir das Ding bei Nacht. Und das machen wir das ganze Ding bei Nacht. Und holen uns erstmal hier den Zahltag. Fahren wir kurz mal zum Hauptbahnhof. Der ist ja hier. So, haben wir den größten Teil jetzt erstmal schon aufgebaut. So, hüpfen wir mal ganz kurz rüber zum Hauptbahnhof. Der ist hier in Schaffetterfeld unten. Und zwar hier oben. Ich darf, wenn ich das mal darf. Genau, gehen wir, hüpfen mal ganz kurz mit der Schnellreise hier rüber. So. Es tut mir leid, dass ich, wie gesagt, jetzt ein bisschen vorbereitet habe. Ja, mehr oder weniger. Das gehört nämlich auch so ein bisschen dazu. Wir müssen manchmal die Mission ein bisschen auseinander friemeln. Den Zahltag brauchen wir jetzt erstmal. So, ich muss jetzt kurz. So, den hole ich mir jetzt gleich den Zahltag. Warte mal, ich mache kurz die Zeit vorspulen. So, 04. Bam. Wir müssen ja das ganze Ding bei Nacht machen. So, ich brauche das Thema Zahltag. Warum darf ich nicht? Wir sind auch überhaupt bei oder nicht? Ich will nur den Schatzzahltag haben. Will ich. Ich dachte, bin doch im Hauptbahnhof oder nicht? Zahltag? Weiß es doch nicht. Fahren wir mal das ganze Ding. Ja, nee. Route 11, du brauchst jetzt nicht da. Diese Route hier mit dem. So. Gut. Thema Zahltag, oder? Ja. Nö, brauchen Sie nicht, weil ich habe meine Aufgabe schon geschafft. Es tut mir leid, dass ich jetzt. Warte mal, der NPC wird jetzt. Ich mache die Rampe kurz raus, damit die. Ja, ich kann natürlich nicht, weil die Rampe muss. Die wird natürlich blockiert. Why not? Mit einem NPC jetzt gerade machen. Gleich, warte mal. Du kannst rein. Ich mache hier kurz einen Break. Wir haben Thema Zahltag erledigt. Und können tatsächlich. Ich soll die Route bei Nacht fahren, ne? Ne, wir fahren sie. Wir müssen sie fahren. Darfst du einsteigen? Kannst du einsteigen? Soll ich jetzt die Tür nicht haben? Eigentlich. Doch, du fährst rein. Jetzt. Wir müssen die Route ja bei Nacht fahren. So, fahren wir das mal. Das ist das, was heute noch ansteht. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen. Wir denken, das sind 34 Minuten, aber. Obwohl, warte mal, wir machen es anders. Wir lassen den NPC. Entschuldigung, ich hab Kapus. Es ist eigentlich letztendlich wurscht. Wir müssen ja eine Route bei Nacht fahren, ne? Wir müssen ja nicht unbedingt alles fahren. Warte, ich gucke gerade, ob wir eine kurze Route haben hier irgendwo. 13 Minuten. 26 Minuten. 25 Minuten. 12 Minuten. 14. 22. Wir nehmen das Ding hier mit den 12 Minuten. Ich brauche nur 4,5 Sterne. Mehr nicht. Wir müssen nicht mal alles zu Ende fahren. Es geht nur jetzt um die 4,5 Sterne und die Route bei Nacht zu fahren. Oder eine Route bei Nacht zu fahren. Da kann man nämlich in der nächsten Folge die große Mission anbieten. Oder fährst du selbst? Nee, ich fahre mit. Das gehört dir. Ja, das würde ich gerne. Ich stecke wieder aus, Karriere. Dankeschön. Also wir machen es anders, wir lassen den jetzt gerade so sein, wie es ist. Wir haben ein bisschen Vorsprung. Ich bin jetzt bewusst mal auf ein
auf eine andere Route angesprungen, die jetzt noch ein, zwei Dings hat, Haltestellen hat. Vielleicht kriegen wir sie sogar hin. Das geht jetzt bestimmt relativ schnell. Und so. Wir nehmen beide noch mal Videos auf Webschneiden hier. So, fahren wir jetzt kurz rüber zur Haltestelle Nummer 3. Das ist der Müllhafen Süd. Das ist jetzt tatsächlich egal, welche Route. Es steht nicht, fahre eine von den großen Routen. Im Zeittag haben wir ohne Probleme geschafft. Und am Friemann war das ganze Ding einfach auseinander. Deswegen bin ich nicht für manche Mission, manche Routen einfach so, wie sie sind. Und dann. So, wir sind pünktlich. So, sind wir den Ölhafen auf die Stufe 3. Du brauchst ein Seniorenticket. Mach mal so. Okay. So. Dickste Haltestelle ist die Restelager. Die Lagerhallen, wenn wir die auf 4,5 Sterne haben, dann haben wir die Aufgabe geschafft. Dann mache ich hier einen kleinen Break und in der nächsten Mission gehen wir dann das Ding mit den 35 Minuten. Dann haben wir sie eigentlich auch alle durch. Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis wir hier durch sind. Na komm. Warum müssen die NPCs eigentlich immer so langsam über die Straße gehen? Ach, der nächste, ey. Ich würde mir auch Zeit lassen. Wir haben ja alle Zeit voll. Die warten hier die ganze Zeit. So, könnt ihr jetzt weiterfahren oder müssen wir jetzt noch mal eine Stunde warten, bis dann irgendwer darüber gedackelt kommt? So, gut. Ich werde sowieso nicht so viel heute aufnehmen. Ich mache das jetzt tatsächlich auch, um die Lücke zu füllen, um hier euch tatsächlich eine Folge zu bringen. Eigentlich durch das Unterwegssein heute den ganzen Tag auch recht müde, aber wir kriegen sie ja hin. Wir machen es ja noch. Wir teilen, wie gesagt, die Mission auf 2. Dann bin ich entspannt, dann nochmal ein Völkchen auch irgendwann was anderes aufnehmen kann. Und es geht hoffentlich bald, das hat sich jetzt tatsächlich nicht ergeben, auch bald weiter mit Conan. Warum es nicht geklappt hat, jetzt sollten eigentlich neue Folgen jetzt kommen, aber es ist ein Kollege erkrankt am Freitag. Ich war eigentlich auf dem Weg nach Hause. Ich hatte um 10:30 früh Feierabend. Kriege, kurz nachdem ich gerade im Auto mich gesetzt habe, einen Anruf aus unserer Fahrdienstleitung. Ich bin Busfahrer zum Beruf tatsächlich, ja. Dass ein Kollege erkrankt ist. Dementsprechend musste ich doch einmal einspringen. Das ging dann die Dienste tatsächlich doch bis 14:30 Uhr. Und hatte dann noch ein paar Sachen zu erledigen, was privat ist. Und das wurde dann auf einmal zu spät. Dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ja, wir können was aufnehmen, weil ja, bei Yoshi, mit der ich das zusammen mache, dann auch noch privat ein bisschen zusammen mit ein paar Leuten spielt, ihren Freunden spielt und dann wurde das nicht. Das ist eigentlich der Hauptgrund dahinter, gesagt, Privatleben.
ist halt einfach so. Na, nur gesetzt. Gerade bei den Koop-Sachen, das ist genauso wie bei Ghost Recon. Es müssen immer alle Zeit haben, um Folgen bringen zu können. So. Wenn wir die ganzen Solo-Dinger hier zum Beispiel, wie Bus-Simulator, wie auch FIFA, da kann ich mich alleine ein bisschen auf mich konzentrieren, da weiß ich auch nicht, ob Zeit oder nicht. Aber bei den ganzen Koop-Sachen dauert es halt manchmal so lange, bis dann halt alle mal Zeit haben. Ich bitte dich zu entschuldigen. So, jetzt habe ich das nicht. Schön ab. Warum habe ich die nicht? Wieso habe ich die vier? Gesamtzufriedenheit von 4,5 Sternen. Warum habe ich die nicht? Geht das um das Unternehmen an sich? Oder wo geht's denn? Also wir haben auf jeden Fall die Route bei Nacht gefahren. So. Wieso habe ich die 4,5 Sterne nicht? Wundert mich jetzt gerade so ein bisschen, weil eigentlich müsste ich gefüllte Nachfrageballons, Dauer, Einnahmen, Hauptverkehrszeit, Zufriedenheit. Es geht, glaube ich, um die Hauptgesamtzufriedenheit aller Routen. Ich könnte jetzt blödsinnigerweise die Routen, die hier unten sind, 1, 2, 3, 4, diese hier, die 9, die innerhalb von 7,5 Minuten, oh, das ist doch, komm, wir löschen die einfach. Die bringen jetzt keine Kohle, aber ist egal. So, wir löschen die jetzt einfach raus, um vielleicht ein bisschen die Hintertür. Talltag, bam. Und hoffe, dass ich jetzt durch die Hintertür es hinkriege, diese Mission zu machen. Tatsächlich, also dieses Thema Gesamtzufriedenheit ist tatsächlich der komplette Durchschnitt aller eurer erstellten Routen. Und wenn die über 4,5 Sterne kommen, habt ihr diese Aufgabe gelöst. Das ist der ist das Ding dahinter. Okay, gut zu wissen. Ich kann natürlich jetzt hier die Route nicht löschen, diese in der 35 Minuten, weil wir sollen ja noch den Zeitdruck kriegen. Die Route war von 35 Minuten, das Ding hat zwar nur 2 Sterne, weil wir es einfach noch nicht gefahren haben. Das gehen wir dann in der nächsten Mission ein und dann schließen wir die Mission nach dem Rauch ab. Bis dahin, ciao.